Im Human Design unterscheiden wir fünf verschiedene Energietypen und die Generatorenkinder zählen zu den Energietypen, die sehr viel Power mit sich bringen, sehr viel Kraft haben. Das kommt daher, dass sie ein definiertes Sakral haben. Wenn sie ihrer Freude folgen dürfen, dann merkt man ihnen das an, weil dann brennt dieses sakrale Feuer und dann sind sie total in der Umsetzungspower und haben diese Kraft. Wenn Generatorenkinder eher ausgelaugt sind und müde erscheinen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass sie ihrer Freude nicht folgen, dass sie etwas machen, was sie aufgedrückt bekommen haben, weil sie denken, sie müssten es machen oder weil entsprechend Erwachsene meinen, sie müssten ihren Kindern sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und dann brennt dieses Feuer aus, dann haben sie keine Kraft mehr, sind matt und müde und ausgeschöpft. Und ja, wenn Generatorenkinder ihre Kraft entsprechend genutzt haben den Tag über, dann werden sie auch abends gut schlafen können, weil sie das sakral gelehrt haben.